Professor Knautz, ein alter Herr von 70 Jahren, ist kürzlich einmal bei Herrn Kerr im Auto mitgefahren. Er hat die Reise hinterher ganz haargenau beschrieben. Und zwar dem kleinen Gieselherr, dem Enkel, der ist 7. Die Fahrt, begann Professor Knautz, war wahrlich nicht von Pappe. Zuerst schloss Kerr mit viel Padauz die Garderobenklappe. Du meinst bestimmt den Kofferraum, verbesserte der Kleine. Kann sein. Der Kofferraum ist sicher, was ich meine. Wir stiegen jedenfalls zu zweien ins Auto ein bei Nebel. Herr Kerr trat mit dem linken Bein links auf den Eintretthebel. Du meinst die Kupplung, Großpapa, verbesserte der Kleine. Die Kupplung, Kind? Kann sein. Naja, du weißt schon, was ich meine. Kerr drehte jedenfalls den Knauf des Hebels rechts im Kreise und schob ihn mit der Hand hinauf in einem Viertelkreise. Du meinst die Schaltung für den Gang, verbesserte der Kleine. Kann sein, mein Kind, er ist nicht lang, der Hebel, den ich meine. Kerr nahm jedenfalls den Fuß von diesem Hebel links da und mit der Spitze seines Schuhs drückte er rechts auf Dings da. Du meinst gewiss das Gaspedal, verbesserte der Kleine. Das Gaspedal? Naja, egal, du weißt schon, was ich meine. Wir wurden jedenfalls bewegt, denn wir sind so vorher waren. Doch vor uns putzten unentwegt die Fensterputzanlagen. Die Scheibenwischer, Großpapa, verbesserte der Kleine. Die Scheibenwischer, Kind? Naja, du weißt schon, was ich meine. Wir rasten jedenfalls dahin mit über 100 Sachen und hörten plötzlich mittendrin den Abfuhrkolben krachen. Du meinst den Auspuff, lachte da der Kleine laut und heiter. Doch diesmal rief der Großpapa, dann red du doch weiter, du unterbrichst mich immer zu. Du Knirps von 7 Jahren, bin ich gefahren oder du, das möchte ich erfahren. Da sprach der Kleine, Großpapa, als Fachmann, das verzeihe, verbessere ich dich hier und da, du bist doch Autoleihe. Dafür bin ich ein dummes Schaf in vielen anderen Sachen. Denn was du kannst als Lithograph, das könnte ich niemals machen. Als Lithograph, mein liebes Kind, verbesserte der Alte. Und von seiner Stirn verschwand geschwind die ärgerliche Falte. Man kann, das sah er plötzlich ein, mit 70, meine Lieben, in manchen Dingen dümmer sein als so ein Knirps von 7.